Die Lampe gar nicht an. Ach du Schande. Jetzt. Ganz zufrieden mit. Was wollte ich machen? Also meine Kamera nochmal schnell justieren. Denn die hat wieder angefangen, meine Helligkeit nicht umzunehmen. Das ist meine Maus, Logitech Software. Da ist meine Kamera. Ja, und zack, da ist der Eddie wieder überstrahlt. Sehr schön. Helligkeit over 9000. Ach, Kamera, komm klar. So, da sind wir wieder. Und back in the game. So, wir gehen Props mal... Props und Lumen für den Eddie. Ja, Mann, jetzt funktioniert der Greenscreen wieder wenigstens schön. So, der ganze Krempel ist angeschlossen. Gucken wir uns mal an, was wir so Schönes tun können. Also, du willst mehrere Abfahrer, korrekt? Also mehr als einen Anhänger. Ich dachte mir, wir fahren einer Häcksel den Chat. Ich mache Abfahrer und hole mir noch Abfahrer. Das war so mein Brainmaster-Plan für heute. Das heißt, wir haben nur bisher einen Traktor. Das heißt, wir brauchen noch einen Traktor. Dann ja. Wahrscheinlich einen größeren Anhänger als das, was bisher auf dem Hof steht. Schön. Das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich nochmal einen Class 49 jetzt anbieten, ne? 5000. Das ist die Frage, was der Class-Anhänger hier braucht. Ja, wir brauchen schon. Komm, wir brauchen schon einen großen hier, ne? Also 120 PS, sagt er hier. Da würde jetzt theoretisch der kleine reichen, aber das wird, glaube ich, eine ganz schöne Quälerei. Was kostet denn der Unterschied? Ja, guck mal, der Unterschied ist auch nicht so teuer. Also hier kostet 4.320 und der große kostet 5.400. Ich würde sagen, das Geld können wir ruhig investieren. Wollen wir erstmal irgendwie 12 Stunden anbieten? Weil wir brauchen ja. Das Spiel läuft ja in Echtzeit ab, ne? Weiß nicht, was halten wir für realistisch? Wir haben drei Felder. Pro Feld rechne ich mal eine Stunde. Realistisch. Eine Stunde. Oder? Läuft es wirklich in Echtzeit? Ja, das Spiel läuft bei mir in Echtzeit. Also. Dann reichen 12 Stunden wahrscheinlich locker. Dann lass uns doch mal könntest lieber. Sogar runter mal auf 6 Stunden gehen. Ja, nachmieten kannst immer noch mal. Ja, würde ich sagen, lass uns mal 6 Stunden nehmen. 6 Stunden ist eine gute Sache. Also komm, mieten wir uns schon mal so einen schönen Class Axion 49. Kadusch, gemietet. Und dann gucken wir mal bei den Anhängern. Bei den Cargos, da habe ich jetzt ein Modpack hier mit 720er, ein 750er TR und einem 750er. Du lebst faktisch kaum große Unterschiede, außer eine 3-Achser ist und das andere ein 2-Achser. Ein 740er, was haben wir hier? 36,5 Quadrat und hier 42, 48. Also der große, den einzigen Unterschied, der hat halt einfach nur noch ein bisschen mehr Reifen. Einfach mal die paar Euro umknausern. Na, was kostet denn das eigentlich für 6 Stunden hier? Ja, komm, hier 6 Stunden, 690 Ocken. Machen wir den hier, oder? Nehmen wir den 750 TR. Einfach, weil es gut aussieht. Läuft bei uns. Nimmst du mal also zum Vergleich den kleinen für einen anderen Traktor? Ja, komm, mieten wir uns den gleich zweimal. Oder kaufe ich jetzt noch einen? Nee, wir mieten den erstmal. Wir müssen erstmal Geld reinschaffen, bevor ich jetzt irgendwas kaufe hier. Dann springen wir mal schnell rum. So. Das sind sie. Sieht soweit gut aus. Also hier echt, der sieht gut aus. Guck mal hier, schön die Anhänger ausschauen. Haben auch Kollision alles. Wunderbar. Ja, wunderbar. Und Haus. Sieht gut aus. Schön passend zum Traktor. Prima. Gut. Prima. Also. Lassen Sie die Kiste mal nach vorne fahren hier. Wir haben ja keine Zeit. So, wir gucken auch nochmal oben links. Wir haben jetzt 8.37 Uhr. Gucken wir mal auf die. Guck mal, ich habe einmal eingestellt. Daneben steht die Zeitgeschwindigkeit. Einmal. Habe ich das Ankoppeln jetzt so gemacht? Warte mal. Wie habe ich das. Ey. Habe ich das Ankoppeln hier draufgelegt oder habe ich das nicht draufgelegt? Das wäre jetzt eine gute Frage. Hier habe ich nicht draufgeklickt. Ups. So, okay. Gut, das haben wir schon mal geschafft. Jetzt muss ich doch Kollege sagen, Kollege, fahr mal hoch zu meinem Hof. Beziehungsweise, nee, wir müssen erst noch ein Dings mieten, ne? Wir müssen erst noch einen fetten Class Jaguar mieten. Dafür stimmt, ein Schneidwerk, ja. Für 6 Stunden kostet mich 2250, ist auch geschenkt. Also mieten.
Ah, oh, hier hat heute jemand einen offenen Geldbeutel. Nee, ich sehe nur den Erfolg. Nehmen wir gleich das Orbis 900 oder nehmen wir das Orbis? Ja, komm, hier gleich das 900, ne? Noch mal keine halben Sachen. 6 Stunden. Wir wollen ja auch fertig werden, ne? Zack, angebietet. Eieiei, hier steht jetzt ein Fuhrpark. Was sagt eigentlich die Performance? Jetzt bricht schon ein bisschen zusammen. Jetzt haben wir hier 3 Fahrzeuge, also beziehungsweise 2 Fahrzeuge und 2 Hänger und ein Anbaugerät stehen. Immer so ein bisschen unter 50 gerutscht schon. Aber es geht noch. Mal gucken, wie es beim Abfahren wird. So, holen wir uns das Schneidwerk auch noch an. So, passt. Haben wir. Haben wir hier das Schneidwerk alles dran. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt müssen wir ein paar Abfahrer einstellen. Also, Johnny. Johnny, ja. Fahren wir jetzt ein paar Abfahrer rein. So, gucken wir mal. Hier, wen wollen wir nehmen? Jetzt sagen wir mal das alte Spiel. Wir brauchen jetzt 2 Leute. Also, du darfst einen auswählen, ich darf einen auswählen. Wen wollen wir? Überwiegend Frauen hier drin, ne? Die wollen unbedingt die Frauenquote erfüllen. Habe ich das Gefühl. Also hau mal raus, wen wollen wir denn dafür, wen wollen wir dafür hernehmen? Ich tendiere zu dem Reporter, der sich als Landwirt tarnt. Wer ist denn der Reporter, der sich als Landwirt tarnt hier? Meinst du Sebastiano Bergmann oder Borgmann oder was? Nee. Ricardo Arlt. Ricardo Arlt. Der hier, den Einsterner. Stellen wir mal für 6 Stunden ein, 360 Euro. Ja, komm. Das sieht mir aus wie ein Wolf im Schafspelz. Nein, gucken wir mal, ob wir unseren Wolf of Cornfield hier zum Arbeiten bekommen. Also, komm rein ins Team, mein Freund. Gucken wir mal, und ich entscheide mich heute wegen der Frauenquote für die liebe Olga. Die darf heute den Häcksler fahren. Oh ja, Olga wäre meine zweite Wahl gewesen. Die leihen wir uns mal, jetzt die Olga. Großsee, meine erste. Haben wir uns mal ausgeliehen, die Olga. So, jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Jetzt weiß ich gar nichts. Hier, die Olga, da, Ricardo. Entlassen. Nee, Quatsch. Jetzt musst du mir schon helfen. Ich habe tatsächlich ewig keinen Abfahrer mehr eingestellt. Könnte jetzt also nur Stunden dauern. Bis ich musste bei Aufgaben machen. Oben den Reiter Aufgaben. Also was willst du eigentlich machen? Ne, ich muss jetzt erstmal besetzen, den Typ hier, also eine neue Aufgabe. Ich will jetzt auf jeden Fall einen in den Traktor setzen und sagen, hier, hör ich mal zu, du fährst mal los, Johnny, und den anderen in den Mäher reinsetzen und sagen, Olga, schieß los. Ab geht die Fahrt. Das wäre mal. Jetzt machst du mal den Aufgabentyp oben. Feldbearbeitung. Fangen wir mit Olga auch mal an, oder? Ist wurscht. Jacke wie Hose. Du willst einen Häcksler fahren, vermute ich mal, oder? Nee, der oder dachte ich, den will, ich will auch abfahren. Okay, also dann Ernten, ganz klar ernten. Feld auswählen, scheiße, habe ich keine Ahnung, welches Feld welches ist. Ach, Transport. Achso, nee, du willst Häcksel mit dem. Ja, okay. Warte, mal gucken, welche Felder hier welche sind, damit ich ein bisschen Übersicht habe. Im Besitz, gucken wir mal schnell. Das hier ist Feld 22, das hier ist Feld 23 und das ist Feld 12. Also wir fangen mit Feld 22 an, gehen dann zu 23 und dann Feld 12. Okay, nur für meinen Kopf Aufgaben. Neue Aufgabe. Typ. Ernte. Fahrer. Habe ich hier keinen. Da, plus. Fahrer. Oh, ich, ne? Ich. Ist auch geil, wenn ich mal gucke. Da kommt die Olga rein. Die hat nämlich Erfahrung. Die ist gut. So, die kommt das Gespann. Fahrzeug. Du kriegst den Jaguar. Geht ja doch noch. Guck mal, hier Gerät hinzufügen. Ja, ganz bestimmt nicht. Vorne ran. Das Orbis. Hast du schon ein bisschen speichern. Feld auswählen. Was haben wir gesagt? 22. Feldeinfahrt, Osten, Alter, jetzt habe ich eine Ahnung, warte mal, Osten, ist da, keine Ahnung, Südosten ist unten in dem Fall, ne, fahren wir mal Osten rein, keine Ahnung, wird schon passen. So, vor Feldbahn, nach Feldbahn, Vorgewende, ja, Ziel nach Ernte, würde ich sagen, ist der Hof. Ja, der ist ja in der Nähe, also nehmen wir den Hof. Schwartablage gibt es ja nicht. Also wurscht. Entladestation hat die auch keine. So, jetzt musste ich mal ein bisschen aus dem Bild drücken, weil ich sehe jetzt unten links nicht mehr, was du da so rumtipselst, aber da gibt es noch irgendwo das Ganze als Vorlage speichern.
wenn du das Ganze für die Zukunft speichern willst. Ja, da unten ist das als Vorlage hier. Das kann ich. Ach stimmt, das ist gut. Genau. Welt 22 Ernte Glas. Halt, Glas mit Doppel-S, oder? Oh Gott. Oh Gott. Glas mit Doppel-A oder Doppel-S? Ah, Doppel-A war das. Sonst wäre er von Lepin. Sonst wäre er von Lepin, ja. So, Aktion nach der Aufgabe. Gespann behalten. Kein Anhänger für den Transport. Ja komm, leg mich am Arsch. Ich brauche keinen Anhänger. Entladen. Ah, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Aber ich meine, auch das Orbis kann man einfach zusammenklappen. Aber er sagt jetzt hier, er hat keinen Anhänger. Warte mal, keinen Anhänger für den Transport. Was willst du für einen Transport, Junge? Bleib mal ruhig. Ist doch schon zusammengeklappt. Warte mal. BGA-Silo. Hof. Hof-Abladestelle. Hof-Silo 1. Ja, Moment. Achso, als Vorlage, warte mal, als Vorlage. Ja? Ja, du, der hier soll mal nur häckseln. Hof-Silo musst du mit deinem Abfahrer einstellen. Dem Abfahrer musst du den Haas sagen. Also, aber die erntet ja. Also. Mhm. BGA befüllen. Feldarbeit. Ich meine schon, das wäre Ernte gewesen. Eigentlich schon, ne? Vielleicht weiß das jemand aus dem Publikum. Wir sind auf eure Hilfe angewiesen. So, gespannt behalten. Keine gültige Maschine für die Aufgabe. Okay, also Feldarbeit ist es nicht, ist es Ernte. Dann ist es Ernte. Die Frage ist nur, braucht der jetzt wirklich ein Orbis-Transportfahrzeug? Nein. Ich möchte mal kurz raus. Nee, guck mal, das Orbis ist dran. Orbis ist dran gebaut. Also, die soll sich mal nicht so zickig haben. Das Orbis ist dran und funktioniert. Guck mal, ob du einen Orbis-Anhänger, einen Transportanhänger kaufen kannst. Nee, die meint für die Ernte gibt es keinen Transport. Scheiße. Das ist der Grund, warum man lieber Tutorial spielen sollte. Verdammt, ey. So rächt sich das Ganze wieder. Ach, scheiße. Ach hier, warte mal. Haha, ich hab's rausgefunden wieder. Ich glaube, ich weiß wieder, wie es geht. Gib mir mal eine Sekunde. Ich glaube, ich weiß wieder, was der Fall war. Wir machen nämlich eine komplette Aufgabe. Also hier Fahrer. Gardo. Spann. Keine Ahnung. Nimm den. Nee. Nimmst den. Speichern. So. Das ist nämlich das Wichtige. So, Feldarbeit 22, aha. Vorgewende, ja, so. Da musst du aber gleich noch ein Fahrer dazu. Achso, der dritte Fahrer bist du. Ja, so sieht's aus, ne? So, Entladestation, du fährst mir mal Stopp, schön. Stopp, aber den musst du trotzdem hinzufügen, sonst rafft die nicht, dass du auch noch ankommst. Achso, na gut, dann, wenn die das nicht rafft, sonst. Du musst sagen, plus Fahrer. Ich. Und dann musst du sagen, ich. Ich bin das. Ich. So, Gerät. Das Gerät. Schätze ich mal, ja, wenn ja, das so läuft. Ja. Wir machen das mal. Guter Hinweis. So, Hofsilo nach Aktion Aufgabe gespannt behalten. Und dann Feld 22 Ernte Glas. So, als Vorlage speichern. Als Vorlage speichern. Ist weg die Aufgabe. Schön. So, Vorlage anzeigen. Und Status. Irgendwas. Nicht bereit, steht hier drin. Bearbeiten. Warum ist das neue Aufgabe aus Vorlage? Ach, Datum ungültig. Warum? Ach hier, guck mal hier, Datum ungültig. Du musst oben sofort anhaken. Ja, das war's gewesen. So, was los jetzt hier? Olga, wo bist du? Olga, komm schon. Sei doch mal nicht so. Hier die Aufgabe. Hast du die Aufgabe jetzt auch gestartet? Mach mal neue Aufgabe. Neue Aufgabe, genau. Vorlage. Neue aus Vorlage, korrekt. Kein Fahrt. Ach hier, Ricardo hat schon wieder ein Problem. Hä, warum ist Ricardo doppelt drin? Ist der dumm? Warte mal, was ist denn mit Olga los? Olga! Ich muss mal kurz Akku wechseln. Bleib wieder da. Olga! Oh,
Olga, was ist denn los mit dir? Olga, Mädchen. Olga hat uns nicht verlassen, oder? Mitarbeiter des Monats. Olga ist im... Ich weiß auch nicht. Was ist Olga denn für ein Problem? Habe ich Olga nicht lange genug bezahlt, oder was? Ach, Olga. Auf Leiharbeit so. Bis 14.40 Uhr. Test, Test. Test, 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 hallo. Test, Test. Ah. Hallo, hallo. Was? Was? Die soll 41 Jahre und 5 Monate alt sein? Im Lebdarsch nicht. Ja, hier steht irgendwie ein Symbol dran, verlängert, beziehungsweise eine Uhr mit Verlängerungskreis. Muss ich jetzt irgendwas verlängern? Ah, hier Ricardo? Ne, Ricardo kann ich... Ey, echt, die muss ich irgendwie... Oh Mann, das hat irgendwie rumgepackt. Ich verlängere die mal. Super, Alga, jetzt bist du schon richtig teuer geworden, Alde. Ja, richtig toll, Alga. Wie viel Uhr ist denn jetzt? Warte mal kurz. 8 Uhr 44. Auf Leihbasis bis 4.10.2000. Ja, läuft. Was, bis 4.10.? Nee. Die ist ja richtig lang. Sind das Tage? Ja, es ist 4.10., es ist 8 Uhr. Das, also bis heute. Aber die hast du jetzt, stopp, die hast du jetzt bis heute Abend verlängert. Ja, versehentlich, weil da stand jetzt verlängern dran, keine Ahnung. Bei ihm steht entlassen dran, bei der alten steht. Verstehe ich nicht. Hat denn da auch geliehen nur? Oder habe ich jetzt Olga nur auf Leiharbeit? Ach, den habe ich gekauft oder was? Geh mal oben auf den Typ Vollzeit und klick da mal an, was man da auswählen kann. Links oben kannst du auf. Typ. Nee, geht nur so. Also Ricardo habe ich anscheinend auf Vollzeit angestellt. Aber warum ist dann Olga, warum taucht Olga dann auch hier auf? Das Ding ist, viel mehr, was mich juckt hat, warum ist Olga in meinen Quests nicht mehr aufgetaucht? Aufgaben. Vorlage anzeigen. Mann, Olga, echt. Ich hatte solche Hoffnung in dich gesetzt. So, per sofort. Das süße Lächeln. Ja, das war eigentlich alles, alles hat so gut ausgesehen. Die blonden Haare, die blauen Augen. Das hat so gut ausgesehen. Aber hier spackt schon wieder rum. Also ich nehme meistens mal die mal raus. Mann, Olga, Fahrer, taucht nicht auf. Ach, scheiße, ey. Warte mal, löschen den Mist nochmal. Neue Aufgabe. Typ. Ernte. Fahrer, 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 Fahrer. So. Da ist er wieder, unsere Olga. Na dann. Wir haben es ja... schon exerziert. Wir wissen ja, was jetzt abgeht. Hier ist Orbis auswählen. Speichern. Wir sagen, Ricardo, du fährst mal mit, ne? 14 und den Anhänger kriegst du die 15. Läuft. Und der nächste bin ich. Ich hier auch den Serien, den ich habe und den hier. Speichern. L22 haben wir gesagt, fangen wir an. Osten fahren wir ein. Wir fahren das Ganze zum Hof-Silo. Hallo. Hof-Silo. Achso, Ziel nach Dingshof. Ja, Entschuldigung, war dumm. Ich war dumm. Und wir wollen das zum Hof-Silo 1 fahren. Und wir behalten das gespannt. Ja, okay. Und wir sagen... Nee, erstmal nicht. Ich werde erstmal... Ah, jetzt hier. Jetzt hat's geklappt. Da, jetzt geht's los. Die Olga und der Heini fahren jetzt ein Wettrennen. Wunderbar. Olga, los geht der Party. So, wir skippen mal ganz schnell unseren Traktor rein und holen mal schnell Anhänger raus. Du cheatest. Na, ist dir das klar? Na, das kann nicht. Warum läufst du jetzt nicht zu Fuß darüber? Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ja, jetzt haben wir dich. Was habe ich denn dafür? Was habe ich dafür ein Symbol? Jetzt haben wir es live auf Twitch. Die ganze Welt hat es gesehen. Was war noch mit Taste zum ach, T war es, ne? Damit er da alleine hinfährt. N. Oh, was macht er jetzt hier? Was macht er hier? Wo willst du hin? Bist du verwirrt? Ja, ich glaube, du bist verwirrt, oder? Nee, jetzt. Er ist nicht mehr verwirrt. Freunde, jetzt geht's ab. Gucken wir mal. Kann ich nochmal gemütlich an meiner E-Zigarette ein bisschen rumdampfen. Eieieiei. Oh, hier, der rast aber jetzt hier. Ja, mit dem intelligenten Helfer vom Farming Simulator 22 wäre das nicht passiert. Ja, da bin ich mal gespannt drauf, ob der auch nur ansatzweise überhaupt das hier kann. Ne? Nein, der wäre einfach stehen geblieben und hätte gar nichts gemacht. Der wäre im Kreis weitergefahren. Oh, da jetzt kommt Kollisionskurs. Mal gucken. Eieieiei. Oh! Da hat hier aber hier Ricardo auch nochmal. Letzte Sekunde hat er gezuckt. Aber die Frames sind aber okay, muss ich sagen. Dafür, dass ich jetzt streame und die Fahrzeuge stehen habe,
Okay, 50 hatte ich jetzt mal im schlimmsten Fall. Ist natürlich noch nicht gut, ne? Also wir müssen jetzt ganz klar sagen, es ist nicht gut. 50 Frames auf einer Kiste, die durchaus nicht scheiße ist. Ja, die Grafikkarte ist ein bisschen mau. Ja, hätten die Franzosen heute Morgen nicht abgesagt, hätte ich jetzt das Problem gelöst schon. 3090. RTX. In my RSA. Naja, so soll es halt nicht sein anscheinend. Ich muss gerade ein bisschen dunkel heute bin. Also ich nicht, sondern meine Kamera. Sagt mir, dass ich ein bisschen dunkler bin. Warum ist das jetzt schon wieder so dunkel? Ein bisschen heller kann ich ja ruhig sein. So. So, zurück in unseren Trecker. Macht er das jetzt? Macht er es automatisch? Hängt er das Ding jetzt an? Nee. Nee. Macht er nicht. Macht er nicht. Ist überfordert. Nee, der fährt da nur hin. Komm, verschwinde. Warum sollte er? Daddy macht das. Er keine Aufgabe erteilt, oder? Nee. Ich weiß nicht, der Hänger ist irgendwie angeklickt gewesen, deswegen dachte ich jetzt hier, jetzt wird's richtig krass. Ich dachte jetzt, das Spiel ist richtig krass intelligent und macht mich fertig. Oh, was ist da los? Ab geht die Fahri. So. Gucken wir uns das Gespann nochmal kurz an. Mein dreckiger Traktor und dieser schöne Anhänger. Lenkt der mit? Oh, der lenkt auch wunderbar mit, ey. Oh, und die Kabel sind verbunden. Das scheint ein neuer Mod zu sein. Ja, deswegen. Das habe ich jetzt auch letztens erst gesehen beim Rumstöbern. Der war jetzt geupdatet worden auf die 1.03, also 1.0.3.6. Und deswegen ist er mir in Erinnerung geblieben, weil er auch gut aussah. Wollte ich unbedingt haben. Props für den Mods. Mods. So, hänge die Maschine an den Glas. Ach so, ich habe mir jetzt eigene Aufgaben gestellt. Guck mal, links oben laufen jetzt meine Aufgaben ab. Fahre zum Feld 22. Ja, dafür gibt es jetzt XP-Freunde. So richtig geil. Und die Zeit läuft tatsächlich Echtzeit ab. Also, los. Naja, bin dabei. Ich bin wirklich sehr gespannt jetzt. Meine allererste Ernte von meinem mickrigen Mais. Ach, aber das Spiel läuft fantastisch gut heute. Tank ist auch noch voll, das passt wunderbar. Und jetzt wird gehäckselt, meine Freunde. Jetzt wird abgehäckselt. Holger habe ich natürlich ein bisschen lang gebucht, aber egal. Dann kann sie heute Abend noch extra Stunden schieben. War ja so klar, dass der Ausrutscher ausgerechnet mit Holger und nicht mit Ricardo passiert. Wäre auch ein bisschen komisch gewesen. Ricardo, willst du nicht heute Abend mal in die Treckerwerkstatt kommen? Ich möchte dir da was zeigen. Ricardo, jetzt zier dich doch nicht so. Jetzt lass dich doch mal anfassen, Ricardo. Weißt du, auf so einem Bauernhof ist das schon ein bisschen einsam. Ich allein mit meinem Trecker, meinen Hunden. Ja, Ricardo. Oh wei. Jetzt nimm doch mal die Zündkerze in die Hand. Jetzt wird's aber gefährlich, Freunde. So, was jetzt macht... Jetzt mal schauen, was die zwei da treiben. Ja, ich bin schon sehr gespannt, was die beiden hier treiben. Also was er treibt, bin ich vor allen Dingen sehr gespannt. Er fährt jetzt irgendwie im Kreis. Ricardo, bist du... Hallo? Ich hätte doch eine bessere Kraft einstellen sollen. Ricardo, das kostet uns Geld. Jetzt komm mal hin. Jetzt gib doch mal Stoff mit deinen 380 PS. Moment, du musst zum Feld 22 fahren. Der wartet auf dich. Die Tante Olga wartet auf dich. Du bist der erste Abfahrer, oder? Wow, er hupt. Ich will zurückhupen. Wow. Ruhe, Freundchen. Das kann natürlich sein, dass die Alte auf mich wartet. Die ist ja auch schon erfahren, ne? Die ist ja schon 44. Jetzt geht's los. Die hat sich schon eingehäckselt. Oh, wow. Jetzt geht's los. Die hat sich eingehäckselt hier. Jetzt gucken wir mal, wie meine Skills sind. Folge dem Häcksler. Aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit die dumme Aufgabe sehen, ne? Meinst du, die Tante kriegt das echt nicht hin, wenn ich nicht der... Oh, Olga macht es gut. Also schnell ist sie nicht, ne? Was haben wir denn aktuell? 6,3 km/h. Das könnte länger dauern, als ich dachte. Fahrzeug gemietet. Fahrzeug steckt fest. Fahrzeug 14 steckt fest. Braucht deine Hilfe. Ricardo hat sich festgefahren.
noch Ricardo. Was ist denn? Ich hab doch gesagt, lass uns eine vernünftige Kraft einstellen. Ich weiß hier gern eigentlich. Warte mal, Olga. Warte mal. Ich hatte auf das Bauchgefühl vertrauen sollen und gleich Olga. Warte mal, kann ich hier. Kann ich. Mensch, Olga, was ist los bei dir? Olga, nur warte mal. Olga, du beruhig dich. Olga! Jetzt hat sie es gerafft. Was ist denn hier los? Ach, guck mal hier. Kollege hat Dingsy eingeschaltet. So, jetzt schafft der Kollege das auch ganz alleine. Jetzt, ja. Jetzt bleib mal ganz ruhig. Jetzt haben wir nämlich Allrad eingeschaltet und Kollege wird das jetzt schaffen. Ja, liegt es vielleicht daran, dass er vorne kein Gewicht hat? Nee. Na? Kollege, was ist los? Kommst du jetzt zu deiner Aufgabe, Kollege? Los. Was machst du, Kollege? Kollege. Na komm, ich fahre dich mal kurz dahin, wo du hin musst. Jetzt gibt's hier noch. Der sieht aber gar nicht aus wie Ricardo. Hast du den Typ gerade gesehen? Ich weiß auch nicht, was Ricardo für ein Problem hat. Ich glaube, dass die originalgetreuen Gesichtstexturen haben sie nicht so hingekriegt mit Ricardo. Oh, was hat der Ricardo schon wieder? Wo willst du denn hin, Ricardo? Ricardo, was ist denn dein Problem? Jetzt hast du. Naja, der wartet am Feldrand. Das sieht aber nicht dahinten aus wie der Feldrand. Und ich möchte eigentlich diesen Kenner hier weg haben. Ich möchte nicht permanent diesen Marker im Gesicht haben. Hätte ich tatsächlich ganz gern weg. Also den GPS-Kenner da hätte ich ganz gerne echt aus meinem Sichtfeld raus. Kann ich den aus den Aufgaben rausnehmen? Ja. Kann ich mich löschen daraus? Was passiert, wenn ich mich daraus lösche? Geht nicht. Oh Gott, tu es nicht. Geht nicht. Ich kann mich auch nicht draus löschen. Schade. Ich will echt diesen GPS-Kenner weg haben. Ich muss doch jetzt nicht da rumlungern. Und Ricardo steht schon wieder an der gleichen Stelle, oder was? Ja, der wartet jetzt, bis du fertig bist. Dann fährt der nach. Ich glaube, der mach einfach mal ein Ding mit Olga. Ich mache mal meine Dinge mit Olga. Ich will aber diesen GPS-Scanner hier raus haben eigentlich. Der sieht echt scheiße aus. Das muss ja nun auch nicht sein. Oh. So. Jetzt mal hier. Hinter der Olga hinterher. Olga, lass mal machen hier. Wie sieht's denn eigentlich aus? Wir haben schon 10.000 Liter, also es ist trotz der mickrigen Ernte einigermaßen was geworden vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja gut, das ist hier noch ein Problem, ne? Der Hexer ist grün rein, wir kriegen das da so butterbraun. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg, Olga. Merkst du das denn nicht? Also überleg mal, ich hätte dem Penner nur so ein kleines Glas in die Hand gedrückt, ne? Ja, ja. Das wäre nichts geworden. Und hier unser Ricardo steckt schon wieder fest. Lass mal stecken. Ricardo, wirst dir wünschen, dass ich ihn dir feststecken würde, wenn ich mit dir fertig bin. Was der Junge wieder an Yell kostet. Aber es geht einigermaßen. Also wir haben jetzt hier nicht den Riesenertrag anscheinend vom Häckseln, aber es fühlt sich doch ganz okay. Auch wenn die Pflanzen mickrig und klein sind. Wenn wir gerade so Cattle and Crops spielen, fällt mir gerade auch noch eine Anekdote ein zu LS22 und der Season-Sache. Mhm. Oder beziehungsweise zum Season-Mod vom LS19. Da war es nämlich mega cool, dass du zum Beispiel Gras, glaube ich, und Heu verlierst, wenn du das zu lange stehen lässt. Dann löst sich der Scheiß auf, wird braun und verreckt. Also das heißt, du verlierst einfach, wenn du das Zeug nicht vernünftig lagerst oder verbrauchst. Oder zum Beispiel Heuballen nicht trocken lagerst und es drüber regnet, dann verreckt das Zeug. Mhm. Das und zum anderen, dass du beim Seasons Mod, wenn du Heu trocknen willst, nicht nur einmal drüber fährst und es dann von grün auf gelb umschwenkt, sondern dass du da wirklich, glaube ich, noch sogar einen Sonnenschein abwarten musst, bis Gras wirklich zu Heu getrocknet ist. Also solche Sachen wären natürlich der Hammer. Ich hoffe, dass Giants da
sich eine dicke, dicke Scheibe vom Seasons Mod für den LS19 abschneidet. Also den halben Hänger haben wir schon mal voll, übrigens, mal kurz am Rande erwähnt, also es läuft. Mhm, gerade mal zwei Reihen. Wird also eine gute Ernte werden. Aber ich merke schon, das Gewicht hinten zieht, also das zieht schon an einem Traktor, also hier mit Vollgas ist nicht mehr. Einfach mit Vollgas durchmampfen und er zieht weg. Sicher hat der Traktor jetzt schon so seinen Anfahrmoment, das ist, ändert sich dynamisch. Ja, aber mit dem Lichtkegel hier bin ich total unglücklich, also das müssen wir mal gucken, ob das irgendwie anders geht. Schön. Die erste Ernte, Freunde. Und Ricardo versaut alles. Das ist mal bei 75%. Ich glaube, es müsste Ricardo langsam mal angewackelt kommen. Sonst wird das alles ein bisschen eng. Und ich habe Abladen. Wenn, hab ich noch nicht, wenn Olga hier wendet, dann schau doch mal kurz, was Ricardo treibt. Also sollte ja Dennis doch reichen. Das ist eine gute Idee. Jetzt wird es aber hier langsam bissig. Also jetzt stehe ich gerade voll auf dem Gas. Nochmal für euch, Freunde. Jetzt stehe ich richtig, richtig auf dem Gas. Volle Möhre. So, wir gucken mal kurz. Bleib mal ruhig, Olga. Komm, mach dir Platz, Olgerchen. Gucken wir mal. Ach, was macht er denn hier schon wieder? Was machst du denn, Freund? Freund, aber Freund hier, was ist denn mit dir los? Was machst du denn? Wo hängt denn jetzt rum? Weiß nicht, hat sich irgendwie verfahren hier. Irgendwie. Dann magst du jetzt allein wieder weiterfahren. Was machst du denn? Wo willst du denn hin? Was ist dein Ziel, Freund? Was ist dein Ziel? Wo willst du hin mit mir? Du jetzt was zeigt denn die Karte an und sein Weg, seine Wegfindung auf der Karte? Ich sehe es nicht, weil du. Die zeige ich gerade. Er fährt eigentlich entgegen seiner Wegfindung gerade. Seine Wegfindung sagt ihm eigentlich was anderes. Okay, der braucht einen Platz zum Wenden. Der will irgendwo wenden, aber kann es scheinbar nicht. Ja, Junge, lass mich das mal machen hier. Komm, ich fahre dich mal ganz kurz, ansonsten müssen wir die Aufgabe wahrscheinlich gleich einmal neu bestellen. So, gucken wir mal. Hier, zack, hoch die Möhre. Ein bisschen Anlauf geht das auch. Was ist denn mit dir los? Nein, du sollst jetzt hier noch nicht wenden. Du fährst jetzt mit mir bis da hinten hin und dann zeige ich dir, wie man das macht. Kannst du den Autopilot jetzt hier ausschalten, wenn du auf N drückst? Nee, er geht automatisch wieder rein. Also, okay. Auch wenn ich jetzt N drücke. Obwohl, jetzt... Jetzt hat er sich hier wieder gefangen. Weiß nicht. Ja, mal gucken, was wir jetzt hier machen müssen. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht ist er ein bisschen überfordert. Vielleicht hätte ich mich auch gar nicht als Fahrer reinbringen müssen. Vielleicht hat das einfach alles kaputt gemacht. So, machen wir, steigen wir mal aus. Ja, fahr mal lieber deinen Job hinterher. Ne, der hat irgendein Problem. Also irgendwas hat er just als Problem. Weiß nicht, ob er seinen Anhänger da als Problem hat. Als okay, mach dich mal voll und fahr mal weg von Olga, dass Olgas Holm nicht mehr auf dich zeigt. Schon klar, aber wo fährt er jetzt hin? Jesus Maria, ey. Okay, Holm, Olga hier. Jetzt machen wir mal hier weiter. Jetzt fahren wir nicht so weit weg hier. Du hackst das ja alles ins Nichts rein. Komm hier, Papi kommt. Ja, lass mal vollhexen hier. Ich sag, vielleicht kam er einfach nicht mit mir klar. Mich da als Abfahrer reingewimmelt habe. Das empfindliche Spiel zwischen. Was macht Olga, wenn du jetzt voll bist? Olga wird warten. Schnallt die Tante das? Ja, die hat ja auch gestanden. Die schnallt das. Also, das müsste wahrscheinlich gehen. Gucken wir mal, es ist gleich soweit. Wir haben jetzt 41.000 gleich. Und.
Jetzt sind wir gleich bei... Jesus. Ja, ja, Olga. Ruhig, 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 Mädchen. Ruhig. Hallo, du hast Spiegel. Hallo, Frau. Naja, also... Zack. Mehrere tausend Euro Schaden. Gut gemacht, Olga. Da hätten wir auch so rumfahren können. So, jetzt sind wir gleich voll. Und... Dutti, Dutti, Dutti. Ja, jetzt hat's aufgehört. Jetzt hat's kapiert. Jetzt war ich auf Olga voll. Oh, da hinten kommt da jetzt wieder Ricardo. Ich fahr mal weg. Mal gucken, was Ricardo macht. Ich glaube, Ricardo fährt mir gleich durchs Feld durch. Wie es ausschaut. Oder er versucht wieder zu drehen. Wir gucken mal, ob unser Traktor das hier schafft. Und es sieht nicht so aus. Ach Gottchen. Was für eine Möhre, ey. Kommt er den kleinen Hang hier nicht hoch? Oh, das ist aber okay. Warte mal. Wie viel sind das jetzt? 40 Tonnen. Warte mal, hier. Warte mal. Da müssen wir ganze Differentialsperrenkrempel anmachen. Jetzt hier. Jetzt hier. Allrad. Ram, ram. Guck mal, jetzt kommt der Hänger die Steigung hoch. Oh nee. Oh nee. Oh nee, du. Oh nee, du. Warte mal, der alte Trick hier aus Spin Tires. Immer schön links, rechts, wenn du durch den Matsch durch musst. Links, rechts, nee, ist keine gute Idee. Freunde, macht das nicht nach. Oh, warte mal, hier, Olga fährt mit ihm zusammen, oder? Glaub, die versuchen zu harmonieren oder sowas. Ja, Olga fährt, ach, Olga macht jetzt ihre Vorgewende fertig. Die setzt sich jetzt vorne an und Hannes hat's geschafft. Hannes hat's echt geschafft. Hannes fährt jetzt hinter Olga hinterher. Ja, prima. Ein bisschen langsam, aber es scheint so. Auch wenn er mir gerade ein bisschen das Feld kaputt gefahren hat. Alter, müsst ihr echt kämpfen. Also der Hänger ist sehr, sehr schwer. Aber gut, er ist auch riesig, ne? Also der Traktor ist ja schon groß und dann diese Anhänger. Aber ich möchte gerne diese GPS-Kacke hier eigentlich raushauen. Das ist echt, echt miserable. So, habe ich das auch... So, na gut. Langsam. Gucken wir mal die Animation an. Oh, die Walzen gehen einzeln los. Oh, schön. Sogar die Walzen laufen. Langsam. Na, da war ich zu schnell. Kein Problem, wir fahren einfach nochmal eine Runde. Ich muss mich jetzt erst ein bisschen dran gewöhnen, wie viel da hinten doch tatsächlich rauskommt. Dann fahren wir einfach nochmal drüber. Aber gleiches das Speed, dann passt. Dann Hälfte hast du auch. Kein Problem, würde ich sagen. Läuft, Junge. So. Ja. Na, müssen wir echt nur durchrollen. Naja, egal, die letzten paar Meter hier und lassen wir einfach hier wegkippen. Ich würde sagen, wir fahren auch gleich einmal nochmal drüber. Das tun wir uns mal an, dass wir gleich einmal drüber fahren. Oh, der Hänger hat einen ganz schön kleinen Wendekreis nur. Also einen ganz schön großen. Oh, das ist das nächste, verdichten. Da bin ich jetzt gar nicht im Bilde, ob man jetzt im Cattle Crop schon verdichten muss. Kranplätze müssen verdichtet werden. Möchtest du mir eingebildet haben, oder der Haufen ist schon kleiner geworden? Also verdichteter. Bisschen schade finde ich den Texturunterschied immer noch, dass das jetzt schon so braun ist quasi. Dürfte ruhig ein bisschen grüner sein. Klagen auf hohem Niveau. Ja doch, guck mal, der Haufen hier wird schon, hat sich ein bisschen verformt. Oh. Also ist nicht optimal ausgelöst worden von mir. Fahren nochmal drüber, weil ich habe Angst, dass mein Nachfolger hier Probleme haben könnte.
möchte an der Stelle sagen, nicht zu Unrecht. Wir haben ja eh noch, ach ja, scheiße, hätten wir uns auch noch holen müssen, ne? Wir hätten uns tatsächlich noch Dings holen müssen. Frontlader. Nee, Frontlader und nicht, sondern... Und eine Walze. Hier, da haben wir eine Silage-Walze, hätten wir uns noch holen müssen. Ja, Schild und so weiter. Blase, Schild. Ja, all das hätten wir uns tatsächlich holen müssen. Eine Walze, Schild. Ja, die können wir uns aber auch direkt eigentlich kaufen. Ich würde auch sagen, die lassen wir ausnahmsweise mal gleich zum Hof liefern. Aber jetzt keinen Bock du bist aber keck. Ja, habe ich jetzt keine Lust, dass hier. Jetzt keine Lust hier da. Ihr versteht schon, ne? Stopp, stopp. Was kann man da noch auswählen bei dem. 6 Meter. 6 Meter. 6 Meter. Ich würde sagen, 5 Meter reichen. Meter dürften schon schwierig genug zu fahren sein. Nehmen wir 5 Meter. Wir haben eine recht kleine BGA hier. Beziehungsweise Silageanlage. Nehmen wir mal und die lassen wir auch zum Hof. Ja, komm. Was soll der Geiz? Lassen wir gleich mal zum Hof liefern, den Shit. Wo steht das Zeug dann? So, gucken wir mal. Das müsste jetzt da hinten rumstehen. Da steht es auch rum. Sehr schön. Müssen wir zwischendurch, wenn wir die nächste Abfuhr gemacht haben, gleich mal ansatteln und uns holen. Das wird jetzt spannend. Analog das Schild hoch und runter fahren, Eddie. Das wird super. Und ich sag euch was. Das wird super. Hier, steig mal beim Ricardo ins Auto und guck mal, was Ricardo so treibt, ohne einzugreifen. Ob er seinen... Oh, Ricardo ist voll. Deswegen wartet der Häcksler hier auf uns. Wir müssen uns also beeilen. Was treibt Ricardo? Ja, warte, wir fahren erstmal kurz zum Häcksler. Nein, wartet doch, die Olga. Schau doch mal, was Ricardo treibt. Ricardo kommt auf jeden Fall den Hang hier hoch. Ich will mal ganz kurz noch sein Allrad für ihn einstellen. Das hat Ricardo leider vergessen. Er ist ja noch nicht so lange dabei. Ricardo hat noch nicht so viel Erfahrung. Ach, der ist jetzt vom Feld rausgefahren. Jetzt fährt er wahrscheinlich von der anderen Seite ins Silo, oder? Ricardo, wo bringst du meine Silage hin? Was sagt? Okay. Lass mal machen. Ricardo, würdest du bitte mein Zeug entladen? Ricardo sabotiert dich nur, er ist auch noch ein Dieb. Ich würde sagen, der ist gleich hier gekündigt. Hast du uns einen tollen Mitarbeiter rangeschafft? Oh, hier gibt es noch ein bisschen optischen Bug. Hier hinten bagelt das Zeug ein bisschen rum. Naja, egal. Ricardo ist echt ein ganz schöner Saboteur hier. Er wird der erste Bot sein, der einfach die Karte verlässt mit seinem Traktor und Anhänger und Ladung. 42.000 Liter Silage So, wir sollten natürlich in diesem Spiel versuchen, nicht auf dem Feld zu fahren, wenn es geht. Denn Felder müssen nicht verdichtet sein. Das überlassen wir einfach mal der Nebenstelle. So, gucken wir mal währenddessen, was Ricardo macht. Der Ricardo stellt sich an den Feldrand dran und scheint jetzt hier warten zu wollen. Ja, lassen wir ihn mal warten. Mal gucken. Notfalls möchte ich die Aufgabe nochmal neu vergeben. Machen wir auch notfalls gleich mal. Wenn das jetzt mit Ricardo nicht klappt. Der steht nämlich da vorne und wartet jetzt auf Olga. Vielleicht wollte er auch noch gucken, dass mit Olga und mir nichts passiert. Aber gut. Oh, jetzt dreht er um. Ich glaube, ist jetzt eifersüchtig anscheinend. Auf dieses intime Verhältnis zwischen Olga und mir. Jetzt zieht der Ricardo von dannen. Aber es geht gut, also trotz dass das Feld jetzt nicht so super bestückt ist von der Menge her, kriegen wir doch hier recht schnell Ladung zusammen. Also Ricardo ist voll, ich bin voll. Richtig gut. Ich bin auch voll. Du bist auch schon wieder voll. Aber ich muss sagen, die Leistung bricht jetzt hier ganz schön ein. Jetzt sind wir so auf 39 FPS runtergebrochen. Also es ist schon sehr krass und die
Bild-Frame-Time ist auch ganz schön am Abbrechen. Also 24 Millisekunden ist schon ziemlich hoch. Das ist suboptimal, nenne ich es mal. 3 Fahrzeuge am Tag ist anscheinend schon hart. So viel Stream nebenbei, wie gesagt, aber trotzdem. Das könnte besser gehen. Warte mal, Olga hängt an meinem Geschirr vorn fest. Ganz ruhig, Olga, ganz ruhig. Achso, was wir machen können, wir können auch mal gucken, ob Olga hier vielleicht Bock hat. Hat Olga Bock? Nee, Olga hat keinen 4WD, oder? Nee. Olga hat tatsächlich kein 4WD. Dachte ich vielleicht noch, dass man das auch einstellen könnte. Das wäre natürlich dann noch Premiumer gewesen. Aber leider nein. Olga möchte kein Allrad fahren. Aber ist nicht so schlimm. Mal gucken, wie lange wir hier diesen ganzen Spaß betreiben müssen, bis wir uns irgendwann mal Dings leisten können. Einen eigenen Class Jaguar. Könnte noch ein bisschen dauern. Das könnte dauern. Mein Plan ist jetzt tatsächlich, die Rindergeschichte weiterzumachen. Okay, er ist auf jeden Fall schon mal oben bei den Silos. Ja, nun bleibt er mal ganz locker, Olga. Ganz locker. Und ich glaube... 2 Sterne, aber so ungeduldig. Was ist los? Guck mal da. Guck mal, Kollege fährt... Er fährt durch das Silo. Er hat den Weg jetzt gefunden. Bisschen gebraucht, aber der Kollege fährt durch Silo durch. Ja, prima. Das ist auch schön. Also selbst Ricardo hat jetzt den Weg gefunden. Den Weg zum Silo. Nachdem er seine Eifersucht gegen Olga und mich jetzt verstanden hat. Und er fährt auch noch, oder? Oder steckt er? Steckt er oder fährt er noch? Gut, dass man hier so schönerweise zoomen kann. Dann kann man ihn ein bisschen beobachten. Aber ja, der fährt. Der fährt tatsächlich durch. Also gut, das funktioniert. Auch mit Umwegen, aber es funktioniert. Ganz automatisch. Prima. Die große Ernte. Und es funktioniert. Und Ricardo fährt und fährt und fährt. Mhm. Und da lädt er jetzt den Rest auch, wie ich hab. Der kippt einfach alles auf einen Haufen. Ne, der ist durchgefahren. Also der kippt jetzt den Rest da hinten aus. Ja, das stimmt. Aber er ist durchgefahren mit offener Luke. Das habe ich gesehen. Oh, ganz ruhig hier, Olga. Achso, du fährst wieder zu deinem Anfangspunkt. Oder was machst du da? Was machst du da, Olga? Was machst du da, Schätzchen? Schätzchen! Aha, okay. Sehr interessante Technik. Gehört das noch zur Vorgewinde? Oder was machst du hier? Bin mir gerade nicht sicher, was Olga macht. Olga, Schätzchen, wir beide werden Freunde. Jetzt weißt du auch, warum sie 2 und nicht 3 Sterne hat. Warte mal, ich will mal eins gucken. Können wir diese blöde Scheiße ausstellen? Ich möchte, dass beim Gameplay diese Anzeige weg ist. Minimap verankern. Immer Vollgas benutzen, immer rennen. Nee. Also hier können wir noch theoretisch ein Stream-URL hinzufügen. Egal. Realistisch. Hier ist, glaube ich, ist hier nicht dabei. Nee, Grafik. Ich glaube, das ist da nicht dabei. Na gut, schade. Soldat Mensch. Ich hätte gern, wie gesagt, diesen GPS-Cursor hier ausgestellt. Aber Olga, was ist denn los? Wo wollen wir hin? Olga? Entscheide dich mal. Oh, Olga. Hier ist doch nichts zum Häckseln, Olga. Was machst du denn da gerade? Also, nach Ricardo auch Olga bist verwirrt. Wir fahren ja mal ganz fleißig daher. Ricardo steht am Feld. Jetzt hat sie die Vorgewende gemacht. Jetzt ist Ricardo auch nicht mehr so verwirrt. Und er ordnet sich jetzt auch langsam ein, weil ich jetzt über die 80% drüber gelaufen bin. Oder 85%. Jetzt scheint er sich da... Hallo. Hey. Oh! Sage mal, Ricardo. Jetzt ist aber gut, Ricardo. Ich habe doch hier was zu tun. Meine Herren. Hey, Witzka. Lass mich jetzt hier durch. Eieieiei, der Junge. Der Junge taugt zu nichts. Und Olga fährt davon einfach los. Und häckselt das ganze Zeug weg.
Jetzt ordnet er sich ein. Also Ricardo hier am Ausrasten. Ja, er fährt sogar direkt hinter uns. Der schiebt Stress. Der Junge schiebt einfach Stress. Der hat einfach Angst, der hat Bindungsängste. Oh Mann. So, sehr schön. Lass mich einfach nächstes Mal keine Beifahrer mehr auswählen. Na doch, doch. Das wird schon werden. Oh, guck mal hier. Ricardo hat aber ganz ordentlich akkurat das Zeug platt gemacht. Und hier ist übrigens auch der Hightech-Computer. Hier, durchschnittlicher Verdichtungsgrad. 13,4%. Silo abdecken. Okay, sehr schön. Das war ein bisschen zu langsam, glaube ich. Ich glaube, durch die KI, wenn Ricardo nochmal drüber fährt, wird es wieder platt gemacht. Ich glaube, da haben sie vorgesorgt für. Dass die KI sich an solchen Sachen nicht so aufhängt. Oh, da hat sich gerade der Himmel ein bisschen geändert. Die beiden fahren schön im Duett ab. Ich mache jetzt mal eins. Wir fahren jetzt mal ganz kurz hier an die Seite ran. Denn wir verdichten das jetzt trotzdem schon ein bisschen. Ricardo macht das ja gerade wunderbar. So. Jetzt kann ich das hier abhängen. Jo, kann ich. Dann gucken wir mal, wie das mit dem Schild und Co. funktioniert. Wir stellen mal kurz hier das Gewicht noch mit hin. Ist abgehangen? Ne, hat er nicht. Hat Anish. So, jetzt hat er es abgehangen. Jetzt ist die Frage, ich muss natürlich noch das Frontmount auch noch bedienen. Hallo? Hallo? Kann ich das hier nicht reinziehen? Meine Sidebar? Mittlere Maustaste muss nehmen zum Ziehen. Ich weiß nicht, ob das... Ne, linke ging. So, das habe ich auch schon clevererweise schon beim letzten Mal auf den Joystick gelegt. Kann ich also das Schild jetzt auch schon bedienen. Das geht jetzt mit der, ich habe das jetzt so belegt, dass ich das mit diesem in sich drehen des Joysticks verändern kann. Also richtig clever. Muss ja gut der Joystick sein. Ja, ich bin sehr zufrieden mit diesem Joystick. So, traust du deinen hoch, Joystick? Runter. Was habe ich denn da jetzt noch für eine Belegung? Das ist hoch, runter. Was ist das andere dafür eine Belegung? Oh, man kann den Traktor sogar aufbocken damit. Okay, das will ich natürlich nicht. Was ist das andere für eine Belegung? Habe ich jetzt noch, glaube ich, keine Rotationstaste zugewiesen. Für die Taste 4 habe ich, glaube ich, noch nichts zugewiesen. Damit habe ich nicht gerechnet. Taste 4, Tasten, die habe ich tatsächlich noch nicht. Warte mal, ich habe jetzt vor, zurück, links, rechts, Seite hoch. Okay, da habe ich irgendwas anderes belegt drauf. Können wir mal gucken, was machen wir mit der Achse hier? Warte mal, Quickslot 4 genutzt. Die Achse ist ein Schiebregler, wird schon für Aktionen heben, senken genutzt. Wirklich? Wird er das? Schieberegler, wird er für heben, senken genutzt? Nee. Ja, gucken wir mal. Glaube ich jetzt nicht dran. Oh, doch, das geht. Ja, ein bisschen feiner justieren. Ist das gleich oder nicht? Hä? Bin verwirrt. Mal gucken, was ist denn jetzt der Unterschied? Was ist denn jetzt da der Unterschied? So, den Schieber.
So, und jetzt gucken wir mal, was ist jetzt der Unterschied? Das ist in sich hochheben und das hier? Ach, okay. Neigung noch, oder? Mhm. Ja, genau, das ist das Schild. Ja, jetzt sehe ich es auch, ja. Okay. War aus dem Traktor raus ein bisschen schwer zu sehen. Ein schöner Klopper, das Schild, ey. So, ich würde sagen, wir machen auch gleich cleverweise die Walze hinten dran, dann walzen wir gleich und hoffentlich geht das gut. So, dann haben wir hinten die Walze. Prima. Kann ich an der auch noch irgendwas einstellen? Die hat Tankleeren. Aha, okay, die einen Tank. Ach du Scheiße. Ach du Kacke, was hier nicht alles gibt. Also kann man die Walze auch anscheinend mit Tank, mit Wasser wahrscheinlich beschweren. Eieieiei. Fantastische Dinge ereignen sich heute im Stream. Oh ja, jetzt bin ich Ricardo lädt tatsächlich richtig ab. Gucken wir mal, was diese schöne... Ah, guck dir das an hier, zack. Blockiert mit Schwert und Schild. Blockiert mich aber hinten auch die Walze ein bisschen, habe ich so das Gefühl, wenn ich die jetzt unten einfach mitschleife. Uiuiuiui. Okay, ich verstehe. Wenn wir mal die Neigung noch ein bisschen runter. Eieieiei. Das ist irgendwie schwieriger als gedacht erstmal. Gilage schieben will geübt sein. Denk mal einfach, man kann einfach mal so schnell hier ein bisschen vor sich hin gilagieren und was kommt dabei raus? Ein riesiger Haufen. Eieieiei. Guck mal, was das von außen mal an. Oh, da kommt Ricardo. Ich hätte eigentlich gehofft, fertig zu sein, bevor Ricardo kommt. Jetzt haben wir hier so einen riesigen Haufen aufgeschoben, das war ich nicht. Jetzt hier, guck mal, jetzt kann ich den ein bisschen hier wegschieben. Also da muss ich sagen, das klappt jetzt nicht so gut, wie man sich das vorstellen könnte. Die schiebt das ein bisschen vor sich her und macht den Haufen im Endeffekt nur größer. Ist natürlich klar, einfach zum Hochschieben dann besser. Also vielleicht für unseren Anwendungsfall gar nicht geeignet. Dann, jetzt bleibt mal ruhig, Ricardo. So, jetzt würde ich sagen, machen wir einfach die Walze hinten runter und... Siehst du, da, das Schild ist nicht... Bügeln. Ja, bleib mal ruhig da hinten. Ich glaube, das Schild ist für meine Anwendung hier nicht das Richtige. Wenn wir so eine Sackgassengeschichte hätten für das Schild, wäre das, glaube ich, richtig. Aber hier funktioniert das nicht so, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Wir machen mal eins, wir machen mal das Schild vorne wieder ab. Und fahren lieber mit der Walze drüber. Ich hole mir das Gewicht mal schnell wieder. Ich glaube, wir verteilen das nämlich schon so gut hier. Und das war da gar nicht großartig. Obwohl, es wäre eigentlich dumm, wenn ich jetzt mit der Walze von der Geschwindigkeit ist. Man hat es am Ende vom Silo ja gerade eben gesehen. Du hast mit dem Schild noch irgendwas rausgeschoben. Mhm. Oder quasi über den Rand rausgeschoben und da war es auf einmal weg. Also entweder es ist wirklich verloren gegangen oder es ist zurückgeflossen ins Silo. Also ich glaube, mit dem Schild kannst du gar nichts falsch machen. Ah, warte mal ganz kurz. Schau mal kurz dem Ricardo zu. Der fährt ja jetzt über Hügel, über Stock und Stein, aber vorher war das Ganze ja ziemlich eben, als der fertig war. Es geht, der macht es jetzt auch noch ein bisschen ebener hier. Also der zieht das aber ganz gut durch mit der Geschwindigkeit, also der hält das gut. Und wie ich das sehe, weißt du, was sie gemacht haben? Guck mal, wenn du es genauer siehst, der hat nicht das Problem wie ich, dass sich die Hügel aufschotten, sondern es verteilt sich als Ganzes. Da haben sie einen Trick gemacht. Der Helfer macht keine Hügel, sondern der Helfer verteilt es als Ganzes. Da liegt der Trick. So, ich würde sagen, wir machen mal schnell mit der Silage-Walze ein bisschen weiter. Halte ich gerade für sinnvoll leer. So, das ist jetzt hoch und runter. Nee.
Ach halt, habe ich ja nicht. Oh doch, hier, zack. So. Dann. Freunde. Oh, die drückt aber noch geradeaus, ja. Ricardo macht das schon. Wir fahren mal ein bisschen mit der Walze vor und zurück. Vor und zurück. Und drücken uns wieder vor der wichtigen Feldarbeit. Aber so ein Profi gespannt, was ich da jetzt eingestellt habe. Schon die Walze runterlassen. Müssen wir noch vielleicht mal auf, wir können eigentlich mal kurz auf den Monitor gucken. Wir machen jetzt hier, sind wir bei 30%. Mal gucken. Wie das, ich weiß noch, beim LS war das immer so eine Quälerei. Da hast du wirklich dann bis zur letzten Verdichtung ziemlich lange nachher manchmal gebraucht. Ist richtig. Gucken, wie das hier endet nachher. Fahren wir einfach mal über Stock und Stein. Mit der Walze. Und walz mal alles platt. Aber gut, wenn ich echt natürlich jetzt überlege, wenn ich da so manche Videos von manchen Bauern beziehungsweise dann Dings hier habe von Lohnunternehmen, die fahren natürlich auch ganz schön häufig hin und her. Ne? Also die machen da auch schon ganz schön Tabula Rasa auf den Dingern. Aber ja, beim LS ist es ziemlich, ziemlich krass. Da brauchst du manchmal wirklich gefühlt eine Stunde, bis du das letzte Prozent hinten rausgedrückt hast. So, nach der Runde gucken wir gleich mal, was die Verdichtung sagt. Schön, dass die Rolle auch ausdreht vorne. Die wird auch dann langsam, wenn man so hochnimmt, also die reagiert vernünftig auf den Boden. Also ein vernünftiges Ereignisfeld. Tatsächlich bin ich zu dem Thema Maishäckseln, Verdichten und so weiter gar nicht so bewandert. Wann da Schild eingesetzt wird, klar, wenn man sich so hier Fire and Farm anguckt oder die anderen Traktor YouTube-Channels irgendwie, Traktor-Fan-YouTube-Channels, dann sieht man hier immer, keine Ahnung, drei Abfahrer, ein, zwei Häcksler und dann aber auf den riesen Silo-Hügeln sieht man dann drei, vier Traktoren, die permanent irgendwie hoch und runter fahren und das Zeug verdichten. Mhm. Also, aber wann da ein Schild zum Einsatz kommt, wann die das Schild hinten hin machen und rückwärts fahren, wann die Walzen zum Einsatz. Diese Walzen habe ich übrigens noch nicht so oft gesehen in den Streams, also meistens mit Schildern, selten mit Walzen. Ja, aber da sind es aber auch meistens keine Durchfahrt-BGAs, also beziehungsweise Silage da häufen, da schütten sie das Zeug an und schieben es dann hoch. Ja, das stimmt. Hier ist ja wirklich zum Durchfahren ein Durchfahrsilo. Das macht es halt spieltechnisch hier einfacher und natürlich auch für die Bots natürlich möglich, hier das Zeug abzuladen. Aber halt für das Schild halt nicht notwendig. Also ich brauche ja mit dem Schild nichts wegschieben, wenn ich, wo soll ich es hinschieben, ne? Ich kann jetzt nur die Haufen verschieben, aber das Schild ist eigentlich dafür gedacht, dass du halt Haufen miteinander auffährst. Klar, als Schild ist dazu gedacht, dass der Abfahrer das am Rand vom Silo abkippt und du das dann Stück für Stück, Schicht für Schicht mit dem Schild über den Hügel hochverteilst oder den Hügel hochschiebst. Mhm, ganz genau. So, mal gucken, es geht eigentlich bis jetzt relativ flott. Also wir hatten jetzt gerade schon mal schnell 15% hochgejagt, trotz dass ich hier mit dem Schild vorher drüber geflügt bin. Gucken wir jetzt mal, nach wieder zwei Runden. 47, also gut. Naja gut, ist doch ein bisschen zäher als ich dachte. Da kommt Ricardo schon wieder. Ich glaube, meine Schildaktion war jetzt hier einfach nicht so tragend gut. Hätte ich mir sparen können. Die Frage ist, macht es jetzt überhaupt Sinn, dass du jetzt schon verdichtest? Jo. Was passiert, wenn du jetzt 100% verdichtest und da kommt Ricardo mit einem neuen Karren voll Häckselgut? Macht auf jeden Fall Sinn. Fällt es dann wieder zurück auf 50% oder? Na, durch die neue Masse, die nicht verdichtet ist, natürlich fällt es hier ein bisschen runter von den Prozenten her, aber die spätere Arbeit wird halt ein bisschen kleiner, weil ich jetzt schon vorverdichte. Also das weiß ich noch aus der Beta damals, das ging auch damals schon. Also da haben sie sich sehr detailliert dran gehalten, dass du quasi, wenn du früh anfängst verdichten, am Ende einfach weniger Arbeit hast, weil du nicht durchs ganze Feld quasi durchdrücken musst. Ich sehe hier noch was Gutes. Die haben hier einfach die Grenzen von dem Fahrsilo
da kannst du nicht drüber rausdrücken. Und das war beim LS immer eine Riesensauerei. Da hast du die ganze Zeit gewalzt, gewalzt, gewalzt und irgendwann hat am Ende, an beiden Enden vom Fahrsilo hat halt die Scheiße irgendwie aus dem Silo rausgedrückt und ist nachher nicht richtig abgedeckt worden. Grafikglitches und so weiter. Das haben sie ein bisschen cleverer gelöst mit dieser Außenumrandung von diesen Fahrsilos hier. Ja, das cleverer ist da dahingestellt. Also cleverer ja, aber realistischer ist es halt natürlich beim Farming Simulator. Natürlich nicht. Ruhig, Ricardo, ruhig. Ruhig, Junge, ruhig. So, sehr schön. Hier Wald so hoch runter, wunderbar. Das klappt richtig gut. Das, was du vorhin gesagt hast, analog hoch runter schalten, das Ding. Natürlich der Häcksler steht. Der Häcksler steht, der gute Häcksler steht. So, ich würde sagen, wir fahren auch gleich ein bisschen ab. Jetzt sind wir hier ein bisschen mit Walz rangegangen. Gucken wir, was passiert, wenn der Ricardo jetzt fertig ist. Ich glaube, ja, wir lassen. Guck doch mal, ob du Ricardo nicht fürs Walzen einstellen kannst. Ach, wir fahren jetzt erstmal ab. Wir müssen ja mit den Feldern fertig werden. Wäre dumm, wie der Häcksler steht. Gucken wir mal, was jetzt prozentmäßig passiert. 48 habe ich jetzt verdichtet. Jetzt kommt der Ricardo. Jetzt geht es ein bisschen runter. Aber wenn das halt auch ein bisschen drüber fährt, bleibt es halt auch nicht ganz so krass oder kackt mir nicht ganz so krass ab. Aber wenn es schon gut vorverdichtet ist. Okay. 172.000 Liter haben wir schon drin. Kapazität 662.000, also alter Schwede, das geht. Also wir sind jetzt beim ersten Feld, Freunde, ne? Also ich glaube, wir kriegen das mit zwei Feldern, ja, vielleicht, also spätestens mit dem dritten Feld kriegen wir es definitiv voll. Nur wenn wir das erreichen wollen, müssen wir jetzt oh, ich glaube, Ricardo hat so ein bisschen sein Problem hier mit dem, jetzt kommt er. Oh, er rutscht ein bisschen runter, scheint. Ah, hat ein Problem mit dem Hügelchen da vorne. Naja, und wenn er anmacht, dann rutscht er jetzt noch ein bisschen runter. Wir helfen Ricardo gleich ein bisschen. Kleine Sekunde. Nicht, dass Ricardo hier noch hängen bleibt. Abschleppstange. Ersteinsatz von der Abschleppstange, Eddie. Jetzt im Shop Abschleppstange für Ricardo. Aber wir helfen Ricardo ein bisschen. Mein Sohn, du hast aber auch echt keine Erfahrung. Der kleine Hügel davon, der stört ihn jetzt, weil der rutscht halt immer ein kleines Stück zurück. Ist jetzt nicht dein Ernst, du willst den jetzt nicht anschubsen, oder? So macht man es am Bauernhof auch, also. Guck mal hier. Einfach ein bisschen geholfen. Zack, geht das. Das tut weh. Wieso tut das weh? Ganz vorsichtig genäppt und dann. Gebumst hast du ihn. Gebumst habe ich ihn. Ganz vorsichtig. So, jetzt fahren wir gleich wieder zum Häcksler und fangen mal weiter an mit einzusammeln. Oh, er strahlt aber schon los hier. Mal gucken, kann ich mir eigentlich jetzt noch einen Tempomaten hier reinklatschen? Warte mal, das ist Blinker. Wo habe ich den Tempomat hingelegt? Hier, ne? Schade, dass man im Cockpit den Tempomaten nicht sieht. Wie gut, wenn man den sehen könnte. So, 7,2. Warum geht denn meine Parkleuchte an? Nicht so gut. Gut, also prima. Läuft. Das Lohnunternehmen. Ich weiß gar nicht, wie ich meinen Hof genannt habe. Auf jeden Fall, unser Lohnunternehmen läuft hier. Geht voran. Aber das Gefühl, sie wird langsam etwas schneller hier. Von Anfänge 6 km/h sind wir jetzt schon bei 7,2. Die steigert sich mit fortschreitendem Feld. Jetzt würde ich natürlich super gern wissen, was passiert, wenn man mal ein Dings voll hat, wenn man mal so richtiges gutes Feld quasi hat, also was so richtig krass gut bewachsen ist. Wie viel Ertrag das dann bringt, das muss ja richtig abgehen. Auch interessant zu sehen, wie sie hier fährt, ne? Also sie fährt jetzt nicht stur außen rum, sondern hat jetzt ihre Vorgewände gefahren und jetzt fährt sie hier Linien ab. Ja, und das machen die Bots auch beim Säen oder beim Grubbern.
die fangen das, was ich dir mal gesagt habe, als du gesät hast. Du fängst in der Mitte an, lässt ringsrum einen Rand im Prinzip und am Schluss waren die Vorgewände gezogen, um den Kern rum quasi. Und hier ist es gerade andersrum. Hier wird Vorgewände gefahren und dann wird der Kern quasi vom Feld abgeerntet. Prima. Ziemlich cool gemacht. Ja. Definitiv. Aber es sind auch die FPS tatsächlich schon sehr höllig hier. Also jetzt sind wir bei 39, also sie rutschen jetzt immer mehr in die FPS-Hölle rein. Also jetzt will ich gar nicht, dass es irgendwie abends ist, weil mit Licht wäre das wahrscheinlich schon wieder ein bisschen kritischer. Wir können ja mal Spaß noch Licht anmachen. Ja, ja, 34 sagt instant ab. Ja, jetzt wird es schon interessanter. Gut, wir müssen berücksichtigen, ich habe Stream an, alles klar, klar, Cost Performance. Aber jetzt sind wir bei 35 FPS, das ist schon hart, Freunde. Da würde ich mir tatsächlich noch ein bisschen mehr Boost wünschen, dass das Spiel so auf stabilen 60 läuft. Weil es ist ja nur keine Seltenheit, dass du hier mit so einer Konstellation fährst. Wir haben jetzt hier zwei KIs und einen, also drei Fahrzeuge und zwei Anhänger. Ist nicht so der große Leistungseinbruch. Natürlich, die Fahrzeuge sind super animiert und mit ihren Reifen und Co. haben sie viele Sachen, die... Oh, was ist denn los? Ach, ich bin voll. Ach, scheiße. Mach's gut. Mach's gut, Lieselotte. Die gute Olga. Die gute Olga. Der Traktor hat es jetzt sogar geschafft, hier hochzukommen. Bravourös. So, ab geht die Party und die Party geht ab. So. Wirklich die richtige Geschwindigkeit finden, hier durchzufahren. Ah gut, wir mussten natürlich auch gleich einen der größten Anhänger nehmen. Richtig schön viel Volumen. Das musste ja sein. Im Gegensatz zur KI lassen wir ganz schön Häufchen hier. Runter. Gleich mal einen drüber geweiht. Oh. Oh! Das geht so nicht. Also die Terraforming von mit der Walze. Das geht nicht. Da, das Ding ist ja auch nicht zum Schieben. Na, ich glaube, dafür könnte tatsächlich der Schieber wieder gut sein, dass man die Häufchen uiuiuiuiui, ein bisschen wegbekommt. Aber hier geht's. Wenn man einmal ein, zwei Mal drüber fährt, dann wird das schon gut gehen. Eieieiei. Ja, jetzt wird es schon ein bisschen entspannter hier. Zweimal drüber gefahren über den Haufen und schon ist er ein bisschen ruhiger. Da kommt auch unser anderer Otto wieder drüber. Unsere andere Otto-Kunde. So, dann lassen wir schnell wieder zum Feldi fahren. Der wird wahrscheinlich mit dem gleich fertig sein wieder.
Oh, jetzt ein bisschen verstehen lassen. Eieiei, jetzt alles Ertrag, Mädchen. Den du mir hier klaust. Deiner unzureichenden Arbeit. So, wir ordnen uns schon mal hinten an. Mischen schon mal so ein bisschen in das Gedränge hier rein. Gucken, ob es gleich direkt weitermacht. Direkt umschwenkt. Ja, jetzt hupt er. So hupt er wegen mir. Für sich bedrängt. Da wollte mir jetzt nur Bescheid sagen, dass er gleich fertig ist. So, fliegender Wechsel. Eieiei, so muss das laufen. So muss das laufen, dass man richtig effektiv arbeitet. Der Häcksler darf nie stehen. Wenn das im Multiplayer gehen würde, hier, alter Schwede. Das wäre doch prima. Das wünschen wir uns alle. Multiplayer-Fähigkeit. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Aber es ist zumindest nicht ganz gestrichen worden. Es ist ja wieder auf dem Plan erschienen. Die Multiplayer. Bin ich sehr gespannt drauf. Ob wir das und wann wir das mal sehen werden. Dass man hier mit seinem Freund oder Freundin Felder bearbeiten kann. Könnte auch sein, dass das vielleicht nochmal dem Spiel nochmal so ein bisschen das neue Leben in die Seele haucht. Quasi der Defibrillator. Könnte ich mir vorstellen, ja. Dass sich damit nochmal ein neues Leben verjüngen. Wenn das Ding hier einen guten Multiplayer hat, da hätten bestimmt viele Leute Bock drauf. Beim LS funktioniert es ja mittlerweile. Gut. Man kann da ja mittlerweile gut Multiplayer spielen. Selbst auf Servern und so. Naja, das ist auch immer noch alles ein bisschen steinzeitlich, aber jein, ja, 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 jein. Ja, aber es geht. Es geht jetzt zum LS15, wo alles geruckelt hat und sobald irgendwie 13 Maschinen auf dem Hof standen, ist der Server abgekackt. Das haben sie ja mittlerweile etwas behoben. Es funktioniert zumindest im Groben. So, gucken wir mal, wann kommt der andere Kollege? Der ist da. Ihn, glaube ich, noch da stehen, oder? Ah, ich sehe ihn da noch stehen. Ich hoffe nicht, dass er jetzt da. Der hängt da, glaube ich, fest. Junge. Könnte sein, dass der jetzt gerade nicht über den Haufen drüber kommt, oder? Luke ist offen. Aber er kommt nicht vorwärts, glaube ich. Ach, schade. Ich glaube, er hat schon wieder ein Problem. Gib mal Gas hier. Dann wird die Olga jetzt schon wieder so schnell hier. Können wir uns nicht mal auf ein Tempo einigen, Olga? Na gut, wenn wir voll sind, müssen wir gleich mal gucken. Steht natürlich der Häcksler gleich wieder. Weil das hier bei unser Nachwuchsschößling mit den Maschinen nicht klarkommt. Und wir sind voll. Und ab dafür. So, das heißt, wir gucken jetzt mal, was unser Kollege da oben macht. Der Ricardo. Der Ricky. Was machst du da oben, Ricky? Ricky, mein Freund. Ja, ich glaube, er kam über den Haufen nicht drüber und hängt da wieder fest, also muss ihm tatsächlich leider schon wieder ein bisschen helfen. So, haben wir auch gefühlt nicht mal versucht, ne? Ach doch, jetzt oder was?
Und er hat schon wieder gleich Probleme, hängt an dieser kleinen Stelle. Rutscht ein Stück zurück und kommt damit nicht so klar. Upsala. So, ein bisschen anhelfen und da geht's wieder vorwärts. Gallo. Jung, was machst du denn, hä? Stellt's aber auch an hier. So, fangen wir auch mal mit der Scheiße an. Das Zeug hier auskippen ist natürlich jetzt schön unförmig geworden. Also jetzt könnte so ein Schild vielleicht doch ein bisschen helfen. Müssen wir mal gucken, ob das mit einem etwas höheren Haufen dann funktioniert. Au, 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 au. Der Haufen wird größer. Komm, Ricardo. Papi hilft dir. Papi ist für dich da. Frage ist nur, wer hilft mir, wenn ich stecken bleibe? Du nicht. Hilf dir selbst. Mutig ja, dass das so enden muss. Ich glaube, auf den Jungen ist kein Verlass mehr. So, und da sind wir wieder leer. Eieieiei. Ein massiver Haufen. Haben wir schon ein paar Liter zusammen? Schon wieder. Das erste Feld ist quasi gleich in die Tonne gesteckt. Beziehungsweise in das Silo gesteckt. Aber da ist auch mal schön der Hänger dran, dann geht das hoffentlich etwas schneller mit dem Plattfahren. Das ist zumindest meine große Hoffnung gerade, dass das ein bisschen hilft jetzt hier. Und wie es aussieht schon, wird der Haufen schon wieder ein bisschen förmiger. Von der Anfang ist noch so ein bisschen, ja, ein bisschen hoch hier. Oh, wow, 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 wow. Da haben wir aber gerade Steillager erwischt. Eieieiei. So, zack. Dass unser Kollege Ricardo hier auch drüber kommt. Ich weiß gar nicht, wie sieht das eigentlich mit der Verdichtung momentan aus? Wo stehen wir denn? Mal rein informativ. Bei 42%, oh, naja, gut, aber wir haben jetzt schon 339.989 Liter gefüllt. Verdichtungs-Heatmap. Okay, da kann man anscheinend sehen, wo, was, wie am besten noch nicht verdichtet ist. Not implemented yet. Das heißt, da müssen wir anscheinend auch noch ein bisschen warten, bis wir das hier hinkriegen. Beziehungsweise bis wir das im Spiel nachher fertig sehen. Schade. Schade. Ups, wo sind wir denn? Hier sind wir. Ricardo aus. Ich glaube, der hat noch ein bisschen. Ja, ein bisschen hat er noch. Einmal können wir noch fahren, dann müssen wir wieder hinfahren. Schön die Walzen mal runter machen. Ja, ich glaube, Freunde, ich werde mich tatsächlich dann... Guck mal, ich habe ja noch ein bisschen Geld über. Tiere sind am Anfang nicht so teuer. Da hatte ich beim allerersten Spielstand schon mit angefangen. Ich glaube, ich werde wirklich nochmal auf diese Fleischproduktion gehen. Und dann gleich auf Tiere umsatteln. Wenn das mit dem Geld hinhaut. Ansonsten haue ich den Krempel natürlich irgendwo in den Verkauf rein. Oder wir ernten tatsächlich ein Feld noch so ab. Das wäre auch noch eine Idee. Dass wir ein Feld mit dem Maisgebiss nachher ernten. Dass wir den Häcksler quasi weggeben und dann ein Feld in den Verkauf geben. Reicht denn die Silo? Also klar, du brauchst noch Kohle für Kühe. Du brauchst noch irgendwie einen Futterwagen. Du brauchst noch einen Frontlader. Deswegen sage ich ja, das wäre die Idee. Die Silage ist jetzt schon recht viel. Also für ein paar Kühe reicht das dicke. Deswegen wäre die Überlegung tatsächlich zu sagen, wir ernten jetzt zwei Felder als Silage ab. Dass wir wirklich gute Vorräte haben.
genug Holz, können wir ein bisschen Silage auch noch wieder verkaufen. Dann an der Stelle Gedanken oder Rückfrage: Reicht denn Silage oder was? Was brauchen die Kühe denn noch? Ja, das reicht als Silage. Also kein Heu, kein Stroh, kein nichts anderes. Ich meine, also kommt drauf an, wenn sie jetzt hier irgendwas mehr noch implementiert haben, dann nicht. Aber ansonsten, wenn das mein letzter Stand ist, sind die Kühe im Stall gut untergestellt. Du brauchst Wasser und Silage zum Füttern. Wasser, 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 Wasser kenne ich noch nicht. Brauchst du auch irgendwie ein Wasser? Den ganz normalen Hänger musst du dann da befüllen mit Wasser. Oder glaube ich, hinten ist die eine Anlage, wo du Wasser reinkippen kannst. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall Wasser, meine ich, brauchst du nur reinkippen, dass die Viecher nicht verdursten, und du brauchst halt Silage zum Verfüttern. Die Scheiße fällt durch und wird gleich zur Gülle. Also das sollte funktionieren. Müssen wir testen. Aber ich finde die Idee nicht schlecht. Also dann ernten wir einmal noch mit dem Maisgebiss. Und dann können wir über den Winter quasi die Silage abdecken. Und mal gucken, wie viel Geld wir rausbekommen. Das ist halt die Frage. Wenn wir im Winter das Zeug abdecken, gucken wir mal. Also überlege gerade, wenn wir es im Winter abdecken, genug Geld haben, dann im Frühjahr anfangen, Kühe zu holen und die Felder zu bestellen. Das wäre jetzt so meine Idee. Felder bestellen. Und übrigens, apropos Felder bestellen, das Feld ist jetzt gleich fertig. Mhm. Guck mal, was die Olga dann macht. Die olle Olga. Das, was ich ihr gesagt habe. Die Maschine zusammenklappen und zurück zum Hof. Müsste jetzt fahren. Würdest du schon machen. So, wir fahren mal schnell hier zurück. Schön, wie der Reifen von ihr vorne versinkt. Ja, ne? Guck mal, sie fährt auch. Wie einfach noch Resthäcksel im Restmais im Gebiss vorne hängen bleibt bei ihr. Weil sie die Maschine zu früh ausgeschaltet hat. Oh, Olga. Guck mal, was der andere Typ gemacht hat. Ich weiß gar nicht. Der hängt bestimmt wieder in der Silage bergfest, oder? Gucken wir mal, wo der Kollege bleibt. Ne, da ist er gerade. Hier, da fährt er gerade. Der macht aber ganz schön Umweg, habe ich so das Gefühl. Bis er mal hier ankommt. So, gucken wir mal. Jetzt würde wir wahrscheinlich das gleiche machen. Nicht ganz hochfahren. Ja, und da hängt er schon. Wir helfen mal ein bisschen nach. So. Hat der Abfahrer ein bisschen ein Problem. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt vielleicht am... Na hier, da wäre ein Problem. Da, komm, mach weiter. Ich halte dich. Carlo, ich bin für dich da, Junge. Ja, hier hat er ein Problem. Also ich glaube, der Anhänger ist vielleicht zu sperrig für ihn. Dass er einfach ein Stück zu weit raussteht. Er rollt immer so ein ganz kleines Stück zurück und dann geht der Trigger weg. Und dann fängt er quasi vorne wieder an. Also da hängt er in der Endlosschleife. Ich vermute mal, es wird so lange gehen, bis das Ding irgendwann leer ist. Und hier wird das gleiche Bild. Keine Haufenbildung. Ricardo hat das da etwas einfacher als wir. Gut, wir haben jetzt gar nicht so viel drinne mehr. Also eigentlich können wir... Obwohl, ja, 12.000. 12 Tonnen können wir ruhig abladen. So, also. Das war das erste Feld. Schön. Oh, wir legen das Ding jetzt so langsam hier ab. Schön, wie der Haufen auch nur da rausgeschossen wird, wo er ist, ne? Sehr cool. Jetzt unten. Nicht sehr gut gemacht.